Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dream Simulator 2022. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir fahren heute eine Runde von Berlin Hauptbahnhof nach Lüneburg. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch erst einmal los. Und lass mal die Fahrgäste einsteigen, schalte das Licht ein und mache schon mal den Zug abfahrbereit. Der kann AFB, okay, alles klar. Oh, das hat ja gar keine Einstellmöglichkeiten für die Zielanzeige sehe ich gerade, aber ist egal. Da drüben steht ein ICE. Ich würde sagen, das ist Gleis 2. Ja, es ist Gleis 2, definitiv Gleis 2. Da bin ich oft schon abgefahren und angekommen. Da kenne ich mich aus. Steht da drüben auch noch irgendwo ein Zug rum? Nee, das ist alles leer. Okay. Na gut, da war sehr, sehr leer hier für Berliner Hauptbahnhof. Wo sind eure Masken? Hey, Masken auf, Leute. Alter Schwede hier, keine Masken auf, die Penner. Das geht aber gar nicht. Hundertzwanzig erlaubt. So, wunderbar. Und ja. Heute gibt es, wie ihr seht, wieder eine Runde Train Simulator, weil ich wieder Bock und Lust drauf habe und gerade ein bisschen Zeit habe, noch eine Folge aufzunehmen. Daher werde ich das jetzt noch fix machen, die eine Folge. Und dann geht's los. Oder ob drüben auch ein Zug reingerattert. Fällt ganz hinten an hier, da fährt fast komplett durch. Der hält da, wo die Tunneleinfahrt ist. Guck mal, wie tief er bei dem Zug sitzt. Ne? Das ist mir fast schon auf dem Bahnsteig. So tief ist der. Die unteren Türen, das ist schon krass. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so tief liegt, der Hänger. Aber die sind halt relativ barrierefrei. Türen zu und Abfahrt hier. Man ist erstellt worden hier. 14.07.2008. Also der Fahrplan, der hier drin ist, als Anzeige ist von 14.08.11.14 Uhr. S-Bahn. S. Gut, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Okay. Nächster Halt. Berlin, Potsdamer Platz. Gleis 2. Das du gestehst gerade auch gar nichts hier. Richtig, das Instrumenten, Beleuchtung hier drin, ich sehe gar nichts. Zu dunkel. Und Puff hier. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ah, okay. Ich hab's gefunden, ne?
Die Innenbeleuchtung. Und jetzt stopp. Müsste ja komplett drin stehen, der Zug. Ich schau mal. Ups. Ach, das habe ich auf die falsche Taste gedrückt. Ich Arsch. Eieieiei. Ich höre immer die Aufnahme. Ich Idiot. Also, und immer nicht auf die Taste, dass ich da auf die Taste komme. Immer ätzend. Dass ich die Taste berühre. Weil das unterbricht dann dauernd die Aufnahme. Das nervt immer ein bisschen. Na? Oh, da kommt der ICE vorbeigeratscht, der vor uns auf Gleis 2 stand. Voll durchgerattert hier. Voll Gas, Baby. Du gibst jetzt auch mal Gas, hallo. Ah, jetzt geht doch. Ach, die Züge sind immer kompliziert hier. Müssen wir alles durchtesten, bis er losfährt. Die Kiste. Schlimm. Sag ich euch. Echt schlimm. Aber es geht weiter. Sehr gut. Ich mach schon mal hier die Sonnenblende bereit. Weil wir auch gleich wieder aus dem Tunnel rausfahren. Berlin-Südkreuz ist dann wieder außerhalb die Haltestelle. Ich mach mal richtig Gas hier. Jetzt geht's bergauf, jetzt wird er eh langsamer. Ich Reißbremsen brauchen. Jetzt wird immer auf Bremse. Nächster Halt: Berlin-Südkreuz, Gleis 5. Da ist irgendwo eine S-Bahn. Da ist irgendwo eine S-Bahn. Wahrscheinlich hier rechts neben mir. Wollte mich grüßen. Hallo. Gib das Ding für Gas. Doch, jetzt gibt er wieder Gas. Das sind ganz komische Züge hier. Ganz komisch immer mit den Gasreglern hier. Ich weiß auch nicht warum. Das ist sehr komisch gemacht. Aber frag mich nicht warum. Hallo, in der City. Sei gegrüßt, mein Freund. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also, dass der ECE damit entgegenkam oder mich überholt hat. Der fährt in eine andere Richtung. Der fährt in meine Fahrtrichtung. Das Südkreuz hat ziemliche Frame-Einbrüche. Also, das geht ganz schön runter, gerade die Frames. Extrem runter.
So, aussteigen. So, alles gelöst schon mal, die Bremsen, damit wir dann gleich schon loshauen können. Ich hoffe, der rollt nicht los, der Zug. Das wäre nicht so gut. Diese Scheiß-Tastenkombination hier immer. Da bricht immer bei der Taste 2 die Aufnahme. Nervt. Aha. Kommt auch eine S-Bahn. Verkehr wie immer auf dem Berliner Südkreuz. Auf dem Bahnhof bin ich tatsächlich noch nie umgestiegen. Auf dem Bahnhof möchte ich auch mal für meinen Trainspotting besuchen. Das ist ein sehr schöner Bahnhof da. Berliner Südkreuz. Da nicht für meinen Zug jetzt, ne? Das war jetzt für den Gegenüberzug, wie es aussieht. Aber wir entladen und beladen sich auch die Fahrgäste. Hat auch die S-Bahn gewesen, die hier gerade ausfährt. Könnte möglich sein. So, alles gelöst. Da müssen wir auch eigentlich losfahren dann. Ohne Probleme. Ah, guck, jetzt ohne Probleme. Jetzt wird er gleich los. So muss es sein. Das ist ja schön. Na gut, dann tun wir mal los, dann hier. Im nächsten Bahnhof. Und da stand nur eine 80. Na gut, dass ich jetzt nicht so hoch beschleunigt habe. Sonst hätte ich gleich mehr Probleme gehabt, dass ich so schnell bin. Ich weiß, es ist kein Karrieremodus, aber trotzdem. Sein muss es trotzdem nicht. Wenn muss man sich schon etwas an die Regeln halten, ne? Und die Geschwindigkeit, ne? Weil sonst haut es einen vielleicht auch noch in die Zwangsbremse rein, wenn man Pech hat. Und dann steht man erstmal und muss die ganzen Bremsen erstmal wieder entlüften, sozusagen. Mit der Druckluft, dass der Zug wieder losfährt. Und an der FDL eine Meldung machen, warum man die Zwangsbremse hatte. Die müssen dann auch Bescheid wissen, warum der Zug die Zwangsbremsung gemacht hat. Da muss man Meldung an die FDL machen. In echt zumindest. Wieso, weshalb, warum? Noch einen Bericht abgeben. Ach, die schönen alten roten Wittenberghänger. Wie ich sie liebe. Das waren auch schöne Hänger, das sage ich euch. Die roten Wittenberg. Zwar alt, aber auch robust. War auch manchmal ein bisschen störrig, der Hänger. Die Türen sind mindestens. Das heißt auch manuell öffnen. Tür manuell ist öffnet bei meisten. Ich habe da schon mal eine Tür sogar aufgetreten, weil weil die nicht aufging. Geklemmt hat. Habe ich dagegen gedreht, ist aufgesprungen. Bup. Da haben sie Leute draußen einfach geguckt, warum die Tür so aufgehüpft ist. Ich fand es recht amüsant. Warum hat das Spiel solche Frame-Einbrüche? Ist auch nicht normal. Wir sind jetzt gerade mal 40. Das geht gerade mal so. 20, 36. Was ist denn hier los heute? Na, unnormal. Nächster Halt: Berlin, Lichtenfelde, Ost. Gleis 3. So, Lichtenfelde. Das ist auch irgendwo der Flughafen in der Nähe. Einer Flughafen von Berlin, zumindest.
So, ist halt mal einfach so bremsen, ne? Nämlich gleich da. Das raus ist durch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich höre schon, wo irgendwo wieder eine S-Bahn. Ich glaube hier rechts drüben wieder. So. Geht das mal komplett schon mal. Bin ich auf der Geraden, kann ich oben lösen. Zug dürfte nicht wegrollen. Rein theoretisch. Rein theoretisch darf er nicht wegrollen. Auf der Geraden. Darf nichts passieren. Sechs Stück haben noch. Sechs Halte. Okay. Und Abfahrt. Ohne Verzögerung, so muss es sein. Verzögerungslose Abfahrten. Und falls jemand aus Berlin dabei ist, aus der Gegend, wo ich gerade fahre, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wieder kennt oder ob das originalgetreu aussieht, also einigermaßen originalgetreu, die Gegend. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob irgendwas ist, was ihr wieder kennt aus der Gegend, wenn ihr da selbst wohnt zum Beispiel. Würde mich einfach mal interessieren. Ob er vielleicht irgendwas aus der Gegend wieder kennt. Kann ja sein, dass er irgendwas davon wieder erkennt. Vielleicht. Deswegen könnt ihr, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Oh, guck mal, wir überholen jetzt eine S-Bahn, die uns wahrscheinlich jetzt auch überholt hat vor uns. Da ist er. Servus, ich bin schneller. Wesentlich schneller. Und da kommt auch eine S-Bahn. S-Bahn-Verkehr in Berlin hier. Volle Kanne. Der nächste Halt, Berlin. Teltow, Gleis 3. Etwa Ankunft 7:23, okay. Oh, 80. Runterbremsen. Bin so schnell. Wesentlich so schnell. Eieieiei. Ah, wieder weiche, verstehe. Gut. Ergibt Sinn. Eine starke, steile Weiche. Das ergibt Sinn. Dass man das so runterbremsen muss auf der 80. Ja, das wird ein optimaler Halt hier. Guck's dir an. Sauber. Ah, die Bremsen gehen diesmal nicht hoch. Und ist die perfekt. Kann man nichts sagen. So, ist immer in Teltow, Berlin.
Erkennt das jemand wieder oder wundert jemand aus der Community oder von den Zuschauern, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ob da irgendwas zu wiedererkennen ist. Wie gesagt, würde mich einfach mal interessieren. Ob es irgendwas wiedererkennt aus der Gegend. Ob da jemand wohnt von euch. Einfach mal sonst zu wissen. Wie gesagt. So, jetzt mal wieder die Weiche hier. Mit läppischen 80 km/h ist der öde. Da geht eh gleich weiter höher. Sobald der Zug über die Weiche drüber ist, geht es wahrscheinlich dann wieder auf die 200. Da ist doch. Und unten, das dürfte S-Bahn-Gleise sein. Oder Werksgleise von irgendeinem Werk. Rein theoretisch. Ich denke mal, die gehen irgendwo so im Betrieb hinter da hinten war gerade. Darüber rüber und dann irgendwie wieder aufs Hauptgleis später. Der Zug darf maximal 160 fahren. Vor max 160. Die Dostus, wir dürfen ja eigentlich nicht fahren. Ich heiße ein bisschen schneller. Aber eigentlich dürfen sie nicht so schnell fahren. 160 ist eigentlich Schluss. Wir dürfen sie nicht. Nächster Halt, Großbären, Gleis 1. So. Der nächste Halt nähert sich. Und ich muss diese da bremsen. Ich raus schon durch hier. Das wird jetzt eng. Jetzt muss ich da bremsen. Sehr stark. Aber ich darf es nicht schaffen. Na gut, da steht bestimmt hinten noch ein bisschen draußen, oder? Nö, perfekt. Ist drauf. Glück gehabt. Ich dachte schon, ich hätte zu zeitig gebremst. Ich bremse mich immer ziemlich stark, wie ihr seht. So stark. Ich glaube, das tut den Fahrkomfort so ein bisschen mindern, was das angeht. Ich hätte noch 3 Meter gehabt. Also 30 Meter. Bis davor, zum halben Punkt. Wäre noch 30 Meter gewesen hier. Na gut, fahren wir weiter. Der Zug steht auf jeden Fall komplett drauf auf dem Bahnsteig, dann ist alles super. Oh, die Bullerei steht da. Kuckuck, Servus. Grüß mal die Polizei. Wir sind mal freundlich. Was haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4. Okay. 4 Halte haben wir noch. Passt. Das geht mal hin. Und wir grüßen mal die einzelne fahrende Lok hier. Ohne Waggons oder Hänger. Ich glaube, der ist im Rangierdienst. Rangiert rum. Was ist das hier? Guckt, der Hänger ist hier drauf. Wenn man so macht, ist das total verpackt. Klasse. Grafik ever, ey. Beste Grafik ever. Huch. Weiche, verdammt. Uiuiuiuiuiuiui. Ich nehm's wieder. Nächster Halt, Börrengrund Süd
Gleis 35. Jetzt bin ich etwas schnell gefahren. Jetzt habe ich das Signal ein bisschen verpasst. Erst muss ich es gesehen haben, aber da war es schon zu spät. Oh, sind wir kurz nacheinander geheilt hier. Sehr kurz nacheinander, die beiden. So, nicht mal ein Kilometer. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wird mir fett geheilt. Perfekt. Besser geht's auch gar nicht. Besser kann man gar nicht halten, wie ich es gemacht habe gerade. Einfach super. Das nennt man professionelle Lokführer. Diesmal Signal ein bisschen überziehen und sich spät drunter bremsen und sich schnell über eine Weiche brettern, aber sonst alles gut. Okay, und das ist Gleis 35. Es ist ein S-Bahn halt. Bei S-Bahn haben meistens immer größere Gleis, also Gleisbezeichnungen. Aber es ist normal bei S-Bahn Haltegleisen. Nächster Halt, Ludwigsfelde, Bahnsteig A, Gleis 2503. Und noch ICE hinterher. Alter, was geht hier ab? Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Interessant. Aber jetzt ein rotes Signal, ist das für mich? Nee, hier ist grün. Warum der Zug durchgerauscht? Hier ist gerade ein rotes Signal. Ich glaube, ich muss warten. Ich glaube, das gilt für mich hier. Ob das für ein grünes? Muss ich gerade einen Zug abwarten? Irgendwie? Ich guck mal lieber. Hier bin ich. Hmm.
Muss er auf irgendwas warten hier? Ist irgendwo ein Zug da noch vorbeikommt? Weil da so ein rotes Signal ist. Weiß nicht, ob das für mich ist. Ist das nämlich auch rot? Jetzt muss ich auf irgendwas warten hier. Irgendwas kommt da jetzt. Jetzt ist das ja auch auf Rot gegangen. Also kommt da wahrscheinlich was. Tatsache, da kommt was. Ist wahrscheinlich eine auch eine Regionalbahn durchgeholt. Okay. Ich war wahrscheinlich durch, ohne Halt hier, ja, die ist nämlich nicht angehalten. Ich hatte jetzt Durchfall bei Fort, bei Ludwigsfelde. Okay, aber jetzt darf ich auch fahren. Das ist durch, hat Vorsprung, kann ich hinterher fahren. Auf Abstand. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Okay, nur 50. Na gut, aber der eng. Und stein weiche, verständlich. Weiche ist rot. Geht das jetzt auch für mich? Wenn er auf Rot ist? Weil ich mich gerade gefragt, ob das auch für mich jetzt gilt, das Rot hier. Weil die war grün und dies ist für Rot. Da hätte die ja gelb sein müssen und nicht rot. Also gilt sie ja eigentlich nicht für mich, wenn ich es richtig sehe, oder? Ich fahre einfach mal weiter. Mal sehen, was das nächste Signal sagt. Ob es gelb sagt oder rot sagt. Daran wird man es erkennen. Der andere RE3, der da durchgerauscht ist, fährt wahrscheinlich auch nach Ludwigswalde, aber ist durchfahrend gewesen. Nicht die Zustände, die ich habe, der ist ein Express wahrscheinlich und hat nur ein paar Halt gehabt und ist durchgebrettert. Deswegen hat er mich jetzt überholt. Könnte Sinn ergeben. Also, für mich zumindest würde es Sinn ergeben. Aber wenn der mit 200 durchgebrettert ist, hat er jetzt schon so einen Vorsprung, den könnte ich gar nicht aufholen. Irgendwie kommt mir die Bahnstrecke bekannt vor. Ich weiß nicht warum. Aber wie kommt sie mir bekannt vor? Na, guck mal, was das nächste Signal sagt von der Farbe. Wenn es gelb ist, muss ich runterbremsen. Wenn es grün ist, kann ich durchrauschen. Es ist grün. Okay, also keine Gefahr. Kann ich durchrauschen, ohne bremsen zu müssen. Dann passt alles. Ich bin jetzt halt durch. Die letzten 20 Kilometer. Ist kein Halt mehr. Höchstens ist mal ein Signal, was auf Gelb ist und auf Rot, dass ich runterbremsen muss. Dann ja. Jetzt fahre ich 10 km/h schneller als die V-Max erlaubt ist. Oh, oh, oh. Ob das gut geht? Ich weiß ja nicht.
Aber wir machen es einfach mal. Wir fahren einfach mal volle Bulle. Alles, was er hergibt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal auf der Bahnstrecke gefahren seid. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand die Bahnstrecke schon original mal gefahren ist. Entweder als Fahrgast oder sogar als Lokführer oder Triebwagenführer. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das ist auch mal interessant zu wissen. Ob jemand Lokführer auf der Strecke ist und die schon mal gefahren ist. Oder ob irgendein Fahrgast, der die Strecke auch schon kennt. Aber so wissen, ob das sehr realistisch aussieht. So Vergleich einfach mal. Würde mich einfach mal brennend interessieren, was das angeht. Aber jetzt genießen wir einfach die Zugfahrt hier. Haben wir noch gute 17 Kilometer. Ich habe ein gelbes Signal. Die Geschwindigkeit? Nö. Das nächste ist schon wieder, hier ist es rot. Oder? Hier ist es grün, okay. Ich habe nur auf sicher gehen, weil das auf gelb war. Dann ich auf gelb. Das hat mich jetzt verunsichert, deswegen habe ich gebremst. Na, ich gebe jetzt wieder Gas. Bei gelbes Signal, bei Vorsignal heißt meistens, die nächste Ampel ist rot oder Halt erwarten. Deswegen habe ich jetzt runtergebremst. Da habe ich gedacht, naja, wenn da gelb ist, könnte die nächste Ampel rot sein. Aber ein Glück war es nicht. Können beruhigt weiterfahren. Gelbe Ampel tut mich immer wieder erschrecken, weil ich immer wieder denke, das ist die nächste rot. Guck jetzt, nächste Schüler gelb. Wie sieht das nächste Signal aus? Das ist wirklich rot. Nein. Das stellt immer kurz von rot an wieder auf grün. Das ist scheiße. Das hasse ich. Wenn es immer kurz vor mal ankommt bei dieser Ampel, bei dem Signal, schaltet das auf grün von rot. Das ist ätzend. So was hasse ich. Wenn es das macht. Warum bremse ich denn überhaupt noch? Ich bin mich doch verarschen. Ich bremse säuberlich runter, wenn das Signal gelb ist, und dann ist das nächste dann doch wieder auf grün. Aber ich denke mal einfach, das liegt daran, dass der vorderfahrende Zug wahrscheinlich noch keinen so großen Vorsprung hat. Weil er wahrscheinlich irgendwo mal einen Zwischenhalt hatte. Aber da ist ja nichts weiter. Da war ja gerade der eine Bahnhof nur. Und der hat er garantiert nicht gehalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Hoffe ich, ist das nächste Vorsignal einfach nur grün und kein gelb. Nicht, dass ich dann wirklich mal ein Signal misch und ein rotes überfahre. Das wäre dann total. Oh. Dann würde ich aber richtig abkacken. Kurz vom Ziel-Szenario fehlgeschlagen. Ah, das ist gut, das ist gut. Da ist das nächste auf jeden Fall kein Rot mehr. Ich weiß auch nicht, irgendwie kommt mir die Strecke bekannt vor. Es ist auch schon mal. Bin ich ja mal lang gefahren, wo ich. Also, den einen Ort gefahren bin. War das vielleicht die Strecke? Aber die bin ich nicht mit so einem Dostu gefahren. Die bin ich mit einer Talents 1 gefahren, mit so einem roten. Aber mir kommt die Strecke echt bekannt vor. Das Äußerliche, links und rechts. Das sieht mir irgendwie total bekannt vor. Ich fühle mich gerade so, als ich irgendwelche Mühe hätte.
dass es einfach bekannt ist. Oder dass es einfach nur sehr, sehr ähnlich sieht, der Strecke, die ich schon mal gefahren bin bei Berlin. Ich weiß es halt nicht. Aber es ist halt so ähnlich einfach nur. Ich würde jetzt echt mal wissen, ob es die Strecke ist oder nicht ist. Das triggert mich gerade. Ob es wirklich die Strecke ist, die ich wirklich schon mal gefahren bin. Vor Jahren. Das triggert mich jetzt gerade richtig. Das ist krass. Ich habe gerade richtig, richtig ein geiles Déjà-vu. Service 1. Der Zug heißt Service 1. Geile Sache. Der Zug, der Service 1 heißt. Ohne Mist. Das kommt mir total bekannt vor. Als hätte ich jetzt ein Flashback. Ist so. Ich fühle mich Flashback. Diese Mühe. Die Aufgabe ist ja länger als die Aufgabenbeschreibung. Die Aufgabenbeschreibung war bei 20 Minuten. Wir sind jetzt schon bei 30. Über 30. Ich hab jetzt auch ein paar Mal neu angefangen, weil es ja abgekackt ist. Weil ich immer die Taste gedrückt habe. Wo sie auch abkriegt. Aber ich habe auf jeden Fall bestimmt schon ein bisschen Verspätung. Maximal 5 Minuten habe ich garantiert schon zusammen. Durch das Runterbremsen immer. Das hat mir 100% schon Zeit gekostet. Einiges an Zeit. Nächster Halt, Luckenwalde Gleis 3. Das mache ich halt gut. Das mache ich halt gut. Die Bremse war erst zu spät. Ich will es halt gut machen. Oh, eine 80. Ich glaube, da kommt wieder eine scharfe Weiche. Brems! Brems vor ist! Uff! Die waren nicht so schnell drüber gefahren. Das nächste wird sie gleich schon wieder gelb. Drauf, ja. Gut, dann bremst runter. Dann geht's. Naja, haben wir noch ein bisschen was gut gemacht an Zeit. Kann man nichts sagen. Und dann ist es nur noch ein Halt, dann sind wir durch hier. Jüteburg noch und dann fertig. Über weit weg. Ja, sind noch mal ein paar Kilometer, wie es aussieht. Oh, da fährt der Service 4. Guck, da ist der Zug. Deswegen immer das gelbe Vorsignal. Das ist nämlich der andere rote wahrscheinlich. Das müsste der andere rote Zug sein. Und deswegen ist immer das Signal auf gelb, der Vorsignal, weil der noch nicht so weit voraus ist. Deswegen bremst mich das Spiel immer noch ein bisschen aus, dass ich den Abstand halt. Den gewissen Sicherheitsabstand die Züge zueinander halten müssen. Dass kein Unfall passiert oder Auffahrunfälle. Was auch nicht gut wäre. Das soll ja nicht passieren. Wie weit haben wir es? 13 Kilometer. Okay, das geht. Ist akzeptabel.
Und ich fahre Vollgas. Das ist Warteposition hier, der Güterzug. Der muss warten, bis ich durch bin hier. Arme Sau. Aber jetzt müsste eigentlich der andere Zug genug Vorsprung haben, weil ich habe jetzt einen Halt gehabt, der andere ist durchgefahren. Jetzt dürfte mich eigentlich nicht mehr blockieren auf den Gleis. Normalerweise. Ich müsste so weit voraus sein an Kilometern, dass er kein Hindernis mehr wäre. Und wenn doch, würde es mich echt wundern. Wenn er dann doch noch mal im Hindernis wäre. Und mich ausbremst. Ankunftszeit wäre 7:56 und etwaige Zeit ist 7:54. Sarah. Jetzt habe doch wieder ziemlich viel Zeit gut gemacht. Als ich schnell an die Bahnhof rangefahren bin und erst sehr spät gebremst habe. Das hat Zeit gut gemacht. Einiges an Zeit gut gemacht. Sehr schön. So macht man einfach halt gut. Sehr ranfahren, ein spätes Bremsen, zwar stark bremsen, was ein bisschen den Komfort mindert, aber man macht halt gut. Einiges an Zeit. Ich habe immer gesagt Jüteborg. Das heißt ja Jüteborg. Jüteborg. Und das U. Das hat immer falsch gesagt, glaube ich. Vollprofis bei der Arbeit, sagst du, Vollprofis bei der Arbeit. Zugführer am Dienst hier, am Schlüssel. Ich mache immer noch Haufen Zeit gut, das ist sehr schön. Du gefällt's mir. So, du bist mir. Ich bin guter Zugführer. Ich fasse auch wieder Zeit raus. Da muss das weiter nachmachen. Also ein Spiel, nicht ein echt, aber ein Spiel. Aber das Szenario ist eh bald beendet, weil Jüteborg ist ja der letzte Halt auf der Strecke. Da endet ja die Linie. Daher sind das die letzten 6 Kilometer auf der Bahnstrecke hier. Und dann war's das. Jetzt sind es noch 5. Wir nähern uns schnell unserem Ziel. Sehr schnell. Jetzt sogar mit 2 Minuten Vorsprung zur Hauptzeit, zur Originalzeit, wo wir ankommen sollen. Das ist sehr gut. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ein Güterzug. Ich glaube, ich habe wieder so viel Zeit gut gemacht, dass ich pünktlich ankomme, so ich ankommen müsste. Nächster Halt. Jüteborg Gleis 3. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sicherheitshinweis, bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine Wertgegenstände bzw. Reisegepäck im Zug liegen lassen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, eine angenehme Weiterreise und hoffen Sie bald wieder in unseren Zügen begrüßen zu dürfen. Ihr DB Regio Team Ost. Auf Wiedersehen. Halt, halt. Das hat mir gerade eine 60 angezeigt. Ich schreibe es runter. Dann müssen wir mal auf die 60 runter, die er will. Dann sind wir so schnell hier.
Ja, so viel sich da reingebrettert. Aber ich mach trotzdem Zeit gut. Einiges an Zeit gut. So, viel Zeit gut gemacht. Guck mal an hier. So, voll das Zeit hier angekommen. Die da steht. Das ist die Originalzeit. Ja, muss man mal schaffen, ne? So viel Zeit gut zu machen. So. Neutral. Bock ist Schluss hier. Die Linie. Die wird dann wahrscheinlich wieder als RE zurückfahren nach Berlin Hauptbahnhof Tief, nehme ich an. Es ergibt zumindest Sinn, dass er dann zurückfährt. Wäre ja logisch irgendwie. Also für mich würde es zumindest Sinn ergeben, dass es zurückfährt nach Berlin, wenn hier Schluss ist. Als Endhalt. Und hier ist ein gelbes Signal. Also da kommt wahrscheinlich auch ein Zug, der auf Abstand halten bleiben muss. Sieht zumindest so aus. So, Szenario abgeschlossen. Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, gib mal einen Daumen hoch für das Szenario. Mein Löffel erhöht sich auch immer besser. Warte mal, das war jetzt das hier, ne? Guck mal, 25 Minuten, ich habe länger gebraucht. Mal ein Sternchen geben hier. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Jetzt kommt meine Favoritenliste rein. Die gefällt mir nämlich die Strecke. So, dann würde ich sagen, werde ich die Folge an dieser Stelle beenden. Hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zusehen gehabt und seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Gameplay mit Train Simulator 2022 oder mal wieder einen anderen Gameplay. Mal sehen, was ich als nächstes spielen werde. Momentan habe ich sehr viel Bock auf Train Simulator, daher könnte es das nächste Mal auch wieder auch den Drehensimulator geben oder vielleicht auch wieder mein Handy geben, je nachdem. Und ja, dann bis bald, bis zum nächsten Video von mir hier auf meinem Kanal von Darth Steffen Zockt. Bis dahin eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern und bleibt mir treu gewogen. Also dann ciao, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal und möge die Macht und das Zugführerblut mit euch sein. Bis bald und tschüss.